Es ist eines der am heißesten erwarteten Ereignisse auf dem Promi-Kalender. Die letzte Nacht der A-Liste stieg außerhalb der Londoner Theatre Royal Drury Lane ein für die Arkiva TV BAFTA Awards. Die rote Teppichmode sah mehr aus als Hollywood wie London, als Supermodel Naomi Campbell die Show stahl mit einem langen grauen Satinkleid. Andere Stars wie Helena Bonham Carter ging für einen weniger konventionellen Look mit einer von Edelsteinen besetzten Sonnenbrille. Schwarz war auf jeden Fall die beliebteste Farbe. Die Afterparty fand in dem modernen Grosvenor House Hotel statt, wo TV-Moderatoren Ant und Deck zwei Auszeichnungen auf diesem Event bekamen.